Sechs Teams, darunter eine international besetzte Weltauswahl, ehemalige Größen des FC Bayern München, das Nationalteam des Emirats Katar, eine Auswahl der beiden europäischen Topclubs AC Milan sowie des FC Barcelona und nicht zu vergessen die Hausherren von der SG Dynamo sorgten an diesem 29. Januar in der Dresdner Energieverbund Arena für einen spannenden Wettkampf um den Elbepark Cup. Im Spiel 1 der Vorrunde in der Gruppe A zwischen der Weltauswahl und dem FC Bayern ging es gleich richtig zur Sache. Die Bayern mit Stars wie Paulo Sergio oder Giovanni Elba gaben von Anfang an Vollgas. Aber auch die hochklassig aufgestellte Weltauswahl mit einem Pavel Kuka oder Darius Wosch hielt gut dagegen. Endstand hier 2:1 für die Bayern All-Stars. Im zweiten Spiel, dem ersten Gruppenspiel der Gruppe B, bekamen die Hausherren von der SG Dynamo mit dem FC Barcelona gleich einen ganz großen Brocken serviert. Auch hier war schnell klar, wer Favorit ist. Dresden gewinnt das Aufeinandertreffen überraschend klar mit 4:1. Im Spiel 3 war wieder die Gruppe A am Zug. Die Weltauswahl traf dieses Mal auf die alten Herren des AC Milan. Mehr oder weniger unter Wertverkauf zogen die Italiener mit 0:2 am Ende den Kürzeren. Im Spiel Nummer 4. Dem zweiten in der Gruppe B wollten die Stars der spanischen Primera Division ihrerseits das Tor zum Halbfinale weit aufstoßen. Hierzu mussten sie aber erst einmal das tapfer kämpfende Nationalteam von Katar besiegen. Ihrer Favoritenrolle wurden sie aber schnell gerecht, siegten am Ende mit 3:1. Francisco Javier Sanchez Jara, Mann mit der Nummer 2 beim FC Barcelona. Thank you.
Im Spiel Nummer 5, einem weiteren Spiel in der Gruppe A, waren nun die Bayern in Sachen Halbfinale unter Zugzwang gegen Milan. Nur 2:3 hieß es nach einem spannenden Spiel und trotzdem reichte es fürs Halbfinale. Dann wäre Dynamo draußen. Im letzten Vorrundenspiel der Gruppe B musste Dynamo gegen Katar ran und erarbeitete sich schnell unzählige Chancen. Christian Fröhlich erzielte schließlich das 1:0. Etwa 2,5 Minuten vor Schluss traf Matthias Mauch zum 2:0. Wenige Sekunden vor Abpfiff gelang Katar noch der Anschlusstreffer zum 1:2. Mit insgesamt 2x10 Spielminuten wurde kurz darauf das erste Halbfinalspiel zwischen dem FC Barcelona und der Weltauswahl angepfiffen, in welchem die Spanier ihre Klasse ausspielten. Nach der ersten Hälfte mit 2:0 in Führung liegend, bauten diese ihren Vorsprung in den zweiten 10 Minuten auf 4:1 aus. Der Großteil der anwesenden Fußballfans wartete jedoch mit Ungeduld auf die zweite Halbfinalpartie zwischen ihrer SG Dynamo und dem FC Bayern, welche lange spannend blieb, weil keine der beiden Mannschaften ihre Chancen verwertete.
Dynamo gewinnt mit viel Glück zum Schluss 1:0 durch das Tor von Thorsten Biddermann in der 13. Minute. Im kleinen Finale um Platz 3 spielten dann also nochmals der FC Bayern gegen die Weltauswahl. Dieses vorletzte Spiel versprach noch einmal Hochspannung. Beide Teams schenkten sich nichts und kamen dann teilweise im Minutentakt zu ihren Torchancen. War ein Team in Führung gegangen, folgte postwendend der Ausgleich. Überragender Akteur dieses Spiels war Pavel Kuka, welcher in den letzten Sekunden des Spiels mit seinem Tor zum 7:5 der Weltauswahlmannschaft den dritten Platz sicherte. Nicht nur bei den unzähligen Dynamo-Fans auf den Rängen stieg die Spannung vor dem Spiel der Spiele. Sämtliche Zuschauer in der G-Verbund-Arena fieberten insgeheim mit den Schwarz-Gelben mit. Barcelona wollte seinerseits die 1:4-Pleite aus der Vorrunde wettmachen, machte von der ersten Minute an Druck und ging nach wenigen Spielminuten mit 1:0 und kurz hierauf mit 2:0 in Führung. René Beuchel machte mit seinem Anschlusstreffer zum 1:2 das Spiel wieder spannend. Und nach dem zwischenzeitlichen Dresdner Ausgleich sorgte Alexander Zickler mit seinen beiden aufeinanderfolgenden Treffern in der 18. und 19. Minute für die verdiente 4:2-Führung. Am Ende hieß es dann 5:3 für Dresden, auch dank des besten Dresdners, des Torhüters Olli Herber, welcher wie ein Weltmeister seinen Kasten weitestgehend sauber hielt und deshalb zum Schluss als bester Torhüter des Turniers geehrt wurde. Torschützenkönig wurde der Tscheche Pavel Kuka und bester Spieler der Spanier Ezquero.